Ja, ein weiterer Programmpunkt bei Taste of Science. Jetzt bewegen wir uns in Richtung Politik, Gesellschaftswissenschaften, internationale Politik. Der Krimi in Nordamerika ist vorbei, fast vorbei. Die Wahlen sind entschieden. Wir blicken nicht mehr so gebannt in die nordamerikanische Sphäre, vielleicht in die transatlantische Sphäre. Aber mit Sicherheit müssen wir uns auch fragen, welche Rolle Deutschland in der Welt einnehmen kann oder sollte. Wie ist da der Stand der Dinge? Wir haben jetzt zu Gast Professor Stefan Fröhlich. Er ist Professor für International Politics und Political Economy an der Universität Erlangen-Nürnberg, lehrt auch als Gastprofessor in Oxford, Bonn und Zürich und stellt ein Buch vor, Das Ende der Selbstentfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung. Warum Deutschlands Ruf vielleicht besser ist, als wir alle denken und als er vielleicht beschrieben wird oder herbeigeschrieben wird oder besprochen wird in den zahlreichen Medien, die uns umgeben. Das erfahren wir von Stefan Fröhlich. Vielen Dank, dass Sie dabei sind bei Taste of Science heute. Viel Freude beim Vortrag und bis später im Anschluss an die Diskussion. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die nette Einführung, lieber Herr Ahrlich. Das Thema ist genannt worden, der Titel des Buches, Das Ende der Selbstfesselung, deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung. Ich darf vielleicht zunächst vorwegschicken, das Buch ist im vergangenen Jahr entschieden, also noch zu Trump-Zeiten. Es ist dennoch so konzipiert und angelegt, dass es weniger Bilanz einer Regierungs- oder Amtszeit zieht, auch nicht etwa aus Sicht der deutschen Außenpolitik der Ära Merkel, der Regierung Merkel, sondern eigentlich ein Stück weit perspektivisch angelegt, in welcher Welt leben wir, welche Herausforderungen hat Deutschland anzunehmen oder welchen Herausforderungen hat es sich zu stellen. Lassen Sie mich das Ganze vielleicht an einer Hauptthese, die praktisch schon im Buchtitel beziehungsweise in der Vorstellung enthalten gewesen ist und fünf weiteren Thesen mit Ihnen gemeinsam beleuchten. Meine erste oder zentrale Aussage dieses Buches, es ist gerade angesprochen worden, ist, deutsche Außenpolitik ist besser als ihr Ruf. Was heißt das? Wir alle sind es gewohnt, dass deutsche Außenpolitik in aller Regel in der Welt ein Stück weit eben immer wieder in Frage gestellt wird, vor allen Dingen die Frage nach der Bereitschaft zur Übernahme politischer, von mehr politischer Verantwortung innerhalb von Europa. Und wir alle kennen natürlich die Bilder und die vielen Beiträge, die dazu geschrieben worden ist, sind, wie es um diese Führungsrolle bestellt ist. Meine Ausgangsüberlegung ist, dass gleich welche Führungsrolle man Deutschland zuschreibt oder welche Erwartungen man auch an die deutsche Außenpolitik und Europapolitik hat, die politische Stärke Berlins wird natürlich nach wie vor von vielen Beobachtern, nicht nur hierzulande, sondern natürlich auch im Ausland, häufig mehr als Risiko denn als Chance Europas gesehen. Und sie wird in den Außendarstellungen von politischen Verbündeten wie Gegenspielern gerne auch zu eigenen Machtzwecken instrumentalisiert. Das heißt, das Land wird oft wahlweise gelobt, hochgelobt oder kleingeredet, bewundert und kritisiert. Mal ist es zu stark, mal ist es zu schwach. Ich denke, dass dabei dennoch eigentlich in den letzten Jahren keine Zweifel mehr daran bestehen, an den Absichten der Bundesrepublik. Im Gegenteil, erleben wir in den letzten Jahren so etwas wie einen Paradigmenwechsel, der sich darin äußert, dass die meisten sich in der europäischen Nachbarschaft eigentlich ausdrücklich mehr politische Führung des Landes wünschen als zu wenig. Der dennoch häufig zu vernehmende Ruf, denke ich, im In- und Ausland nach mehr Verantwortung folgt dabei einem ganz einfachen Narrativ. Deutschland soll so etwas wie die Rolle des wohlwollenden Hegemons in Europa übernehmen und einnehmen, für Europa das sein, was Amerika lange Zeit für die Welt nach 1945 war. Nun, ich denke, dass insgesamt die Analyse deutscher Außenpolitik, zumal nach meinen Forschungen in den letzten Jahren, eigentlich ein anderes Bild ergibt. Unabhängig davon, dass Deutschland seit 2010, 11 in etwa unfreiwillig zur zentralen Macht in Europa aufgestiegen ist, handelte Berlin
anders, als es vielleicht viele gerade im angelsächsischen Raum immer wieder versucht haben zu suggerieren, in den drei großen Krisen der vergangenen Jahre, das ist die Euro-Krise, die Ukraine-Krise und die Flüchtlingskrise, mit Ausnahme vielleicht sogar in der Flüchtlingskrise, nie wirklich im Alleingang, sondern am Ende immer als eine pragmatische, durchaus erfolgreiche Führungsmacht und in Zusammenarbeit mit seinen Bündnispartnern und anderen Institutionen. Und mitnichten würde ich sagen, dass, was man häufig auch hierzulande liest, dass sein Handeln dabei Ausdruck eines plötzlich weniger durch Vorbildfunktion, denn durch Hegemonie geprägten Engagements gewesen ist. Das ist also meine zentrale Ausgangsthese. Deutschlands Ruf ist besser oder Deutschlands Außenpolitik ist besser als ihr Ruf. Daraus oder von dieser Grundhypothese oder Ausgang, von dieser zentralen Annahme ausgehend, möchte ich Ihnen fünf weitere Punkte oder möchte ich das anhand von fünf weiteren Punkten ein wenig erhärten, erläutern. Meine erste These in dem Zusammenhang ist zunächst einmal, dass natürlich Voraussetzung dafür, dass die Bundesrepublik oder auch die Einordnung deutscher Außenpolitik ein Stück weit vielleicht wegkommt von dem stereotypen Bild einer zögerlichen Macht innerhalb der Europäischen Union. Voraussetzung dafür ist These 1, das Land braucht eine ehrlichere strategische Debatte unter Intellektuellen wie Politikern über seine Rolle zwischen der viel zitierten, immer wieder bemühten Selbstbeschränkung der Zivilmacht und der Hegemonie in Europa und der Welt auf der anderen Seite. Ich glaube, dass die bisherige Debatte, die insbesondere uns aus dem angelsächsischen Raum immer auch so ein Stück weit eigentlich fast schon, muss man sagen, aufoktroyiert wird, das Bild, das gemalt wird von der Bundesregierung, schlichtweg überholt ist. Wir übernehmen leider allzu sehr dieses Narrativ und tragen insofern unseren Teil dazu bei. Ich sage, diese Debatte ist überholt und sie wird zunehmend widersprüchlicher und grotesker. Man kann natürlich darüber geteilter Meinung sein, ob denn überhaupt man in einer Zeit, da sich die USA vorerst aus der weltpolitischen Verantwortung zurückgezogen haben, was mit Biden jetzt folgt, das werden wir erleben. Großbritannien wohl auf Jahre mit den Konsequenzen des wie immer gearteten Brexits beschäftigt sein wird und Frankreich, Präsident, nach einem kurzen Höhenflug in der Außenpolitik auch ein Stück weit, denke ich, und überwunden geglaubten politischen Kräften auf dem harten Boden der Realität gleichermaßen gelandet ist, kann man natürlich ohnehin fragen, zunächst einmal, was soll man gerade in einer solchen Welt von Deutschland, ausgerechnet von Deutschland erwarten, soll ausgerechnet Deutschland sich zum großen globalen Krisenmanager aufschwingen? Nun, ich meine, es gibt genügend Gründe, warum der von Deutschland und Europa angemahnte Ansatz in der Vergangenheit in solchen Konflikten, in Konflikt- und Krisenmanagement immer zunächst einmal mehr auf Prävention und Diplomatie zu setzen, grundsätzlich nicht falsch ist, zumal alle Konflikte der jüngsten Vergangenheit sich am Ende tatsächlich nicht militärisch lösen ließen. Wir sollten also das von Deutschland im internationalen Verbund in zahlreichen Krisengebieten der Welt eingesetzte Instrumentarium wirklich nicht kleinreden. Unabhängig davon aber, und das ist mein Ausgangspunkt, ich sage, die strategische Debatte ist überholt. Inwiefern, was meine ich damit? Ungeachtet dessen denke ich, dass Deutschland auch militärische Mitverantwortung dort nicht verweigern kann, wo die eigenen im Einklang mit dem Völkerrecht stehenden Prinzipien eigentlich eine deutsche Beteiligung erfordern. Und hier, finde ich, klingen die Stimmen auch hierzulande derer geradezu zynisch, lassen Sie mich das ruhig so zugespitzt formulieren, die einerseits nach wie vor beständig fordern, dass das Land mehr Mut aufbringen soll, mehr für die eigene Sicherheit sorgen müsste, andererseits aber im gleichen Atemzug vor deutschem Interventionismus warnen. Das ist die typisch deutsche Debatte. Und mit ihr leistet man denen Vorschub, die vor allem in den USA, nicht nur unter Trump, sondern auch unter den Vorgängeradministrationen, und das wird unter Biden anhalten, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik als Trittbrettfahrerei kritisieren, die sogenannte Freerider-Position. Meine zweite These ist, dass wir uns nicht verstecken brauchen, dass Deutschland unabhängig von dieser Debatte, die wir ehrlicher führen müssen im eigenen Land und auch mit mehr
Mut gegenüber denen, die anderes im Ausland suggerieren, in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit früheren aus- und sicherheitspolitischen Tabus gebrochen ist. Also wir haben so etwas wie einen Paradigmenwechsel in der Aus- und Sicherheitspolitik in den letzten 6, 7, 8 Jahren, würde ich sagen, durchaus erlebt. Dies gilt insbesondere für das Krisenmanagement an unserer Peripherie, das immer wieder in diesem Zusammenhang zitiert wird, im Nahen und Mittleren Osten, wo das Land sich mittlerweile nicht nur als Vermittler und humanitärer Dienstleister, sondern in nahezu allen Krisen auch mit durchaus zivil-polizeilichen, sogar mitunter militärischen Mitteln engagiert hat. Auch wenn sein Beitrag natürlich, das kann man durchaus natürlich konstatieren, zu einer regelbasierten Weltordnung nicht unbestritten, nicht noch größer und vielleicht auch entschlossener sein könnte. Also Deutschland hat, man kann das in der Diskussion gerne aufgreifen, in der Vergangenheit durchaus mit vielen Tabus gebrochen, auch in diesem Bereich. Und das sollten wir anerkennen. Meine dritte These in diesem Zusammenhang ist, dass die bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik nur mit einer normengeleiteten außenpolitischen, mit einem normengeleiteten außenpolitischen Pragmatismus, so würde ich das bezeichnen, in der Welt und in Europa bestehen kann. Gerade in einer Welt der globalen Systemveränderer, in einer Welt der neuen Großmachtrivalitäten. Wir müssen aber auf der anderen Seite diese Realitäten auch der Großmachtpolitik anerkennen. Und das ist das, was ich mit einem neuen Pragmatismus, den die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik durchaus in den letzten Jahren auch an den Tag gelegt hat, meine. Das ist wichtig. Was bedeutet vor allen Dingen, dass wir natürlich eine pragmatische Sicht haben sollten, zunächst einmal auf das transatlantische Verhältnis. Dazu habe ich angemahnt, auch schon unter einer Administration Trump. Wir sollten uns genau überlegen, wo wir stehen. Und wir haben in den letzten Jahren in der Trump-Administration durchaus eine interessante Entwicklung beobachten können, dergestalt, dass Deutschland so ein Stück weit lavierte und immer wieder drohte, zwischen den Blöcken sozusagen aufgerieben zu werden. In dem Fall meine ich die beiden Supermächte, China und den USA. Und so etwas wie eine vielleicht sogar vorsichtige Äquidistanzpolitik betrieben haben. Vor einer solchen warne ich und ich glaube, dass sie unter beiden auch grundsätzlich nicht möglich ist. Wir sollten also pragmatischer und noch pragmatischer, als wir das in der Vergangenheit getan haben, anerkennen, wie wichtig das transatlantische Verhältnis für uns ist. Rechnet man Einfuhren und Ausfuhren zusammen, kann man natürlich sagen, dass China mittlerweile Deutschlands wichtigster Handelspartner ist. Angesichts des ungleich wichtigeren Handels mit Dienstleistungen und der großen Kapitalverflechtungen mit den USA ändert dies aber nichts an der insgesamt nach wie vor zentralen Stellung der USA für die deutsche Wirtschaft und natürlich auch für die Weltwirtschaft. Im Übrigen sollten wir kritisch und nüchtern sehen, und ich erkenne hier in Deutschland in den letzten Jahren durchaus auch eine Tendenz zu einem kritischeren Blick, so wie auch in der Europäischen Union, wie wir Chinas Herausforderung zu bestehen haben und wie wir damit umzugehen haben. Wir sollten nicht vergessen, dass China, das ist, glaube ich, bekannt, seit Jahren gegen den Geist der WTO verstößt und das Prinzip der Gleichbehandlung, das Kernprinzip, also der Reziprozität innerhalb der WTO mitnichten unterstützt beziehungsweise bisweilen immer wieder ignoriert. Es gibt viele andere Vorwürfe in dem Zusammenhang, will hier nicht auf Details eingehen, das kann man gerne auch diskutieren. Meine Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt und die ich auch in dem Buch aufgeworfen habe, und ist, warum es natürlich Deutschland und Europa vor diesem Hintergrund teilweise so schwer fällt, auf Amerika zuzugehen. Die Politik hat das eigentlich mit mehr Pragmatismus getan, als das insbesondere die Gesellschaft nahelegt. Denn Umfragen zeigen ja eine sehr, sehr kritische Stimmung gegenüber den USA. Gerade in den letzten Jahren teilweise rangiert dort Trump auf gleicher Höhe oder auf Augenhöhe oder gar noch schlechter als Putin oder Xi Jinping etc. Ich warne davor und würde sagen, dass wir vor diesem Hintergrund uns genau überlegen sollten, wie
was ungleich leichter sein wird unter der Biden-Administration, was wir den Amerikanern anzubieten haben, sehr pragmatisch anzubieten haben, auch gerade im Bereich Handel und natürlich auch im Bereich Sicherheit. Wir brauchen gute Beziehungen sowohl zu Washington wie auch nach Peking und Moskau. Und natürlich ist das jeweilige bilaterale Verhältnis abhängig vom Verhalten der Großmächte gegenüber Berlin oder gegenüber Brüssel. Was China und Russland aber an innenpolitischen Zumutungen aus deutscher, europäischer Sicht auch bereithalten mag, weder Berlin noch Brüssel, das ist klar, werden daran etwas ändern können. Wir brauchen also diesen Pragmatismus und wir brauchen vor allen Dingen auch die klare Erkenntnis, dass dies nur an der Seite der Vereinigten Staaten im Grunde genommen in die Bahnen gelenkt werden kann, die wir uns vorstellen und die wir benötigen und brauchen. Für uns zählt, was unsere eigenen strategischen Interessen tangiert, sind sie unmittelbar berührt, muss Europa auch in der Lage sein, muss Deutschland in der Lage sein, mit Europa darauf zu reagieren, ohne deswegen das Primat der Einbindung der Großmächte aufzugeben. Und dort, wo diese sich nicht an die Spielregeln halten, können wir sie in der Regel nur bedingt daran hindern. Das ist aber kein Widerspruch zu einer Politik, deren eigener Maßstab das Völkerrecht und eine normgeleitete internationale Ordnung bleibt. Aber nochmals, gepaart eben mit ein Stück weit mehr Pragmatismus und der Einsicht, dass im Zeitalter der Geoökonomie auch Deutschland und Europa ihre Interessen verteidigen müssen und klar und deutlich signalisieren müssen, wo sie in diesem Großmächtekonflikt stehen. Meine vierte These knüpft daran an und heißt, Deutschland muss Europas Weg in Richtung strategischer Autonomie noch konsequenter unterstützen, unabhängig davon, in welche Richtung und Fahrwasser das transatlantische Verhältnis jetzt in der nahen Zukunft wieder gerät. Unter Biden, das wird sich zeigen, die EU befindet sich an einem Scheideweg, an dem die bisherige Integrationsorthodoxie aus meiner Sicht und auch die politische, die wirtschaftliche, politische der wirtschaftlichen Integration folgt, abgelöst wird durch ein Projekt, bei dem umgekehrt der Druck von außen und von innen die Voraussetzung für mehr strategischen Gemeinsinn und damit die Überwindung von Souveränitätsegoismen schaffen könnte. Das heißt, eine wie immer geartete europäische Verteidigungsunion könnte tatsächlich so etwas wie ein neues Narrativ sein in dieser Welt voll Unsicherheiten und Herausforderungen um uns herum. Und ich finde, dass Deutschland und Europa und Deutschland gemeinsam mit Frankreich hier in die richtige Richtung mit Blick auf die jüngsten Initiativen gewiesen haben. Will nicht näher jetzt darauf eingehen. Auch das kann man diskutieren. Fest steht, man kann darüber streiten, ob das ausreichen wird, um der Dauerkritik aus Washington nach einer faireren Lastenteilung zu begegnen. Die berühmte 2%-Forderung. Eines ist aber deutlich, Deutschland ist und Europa diesbezüglich und Frankreich ist zumindest auf dem richtigen Weg. Ob er schnell genug und ob das so weit kommt, dass wir damit tatsächlich irgendwann den Ansprüchen Amerikas genügen. Ich würde unter einer Biden-Administration die Chancen dafür besser einschätzen als unter der Administration Trump. Aber die Idee und das Ziel der 2% und mehr Investitionen in die Verteidigung, in die Sicherheit, gemeinsam mit Frankreich in Europa ist unerlässlich und Deutschland ist, glaube ich, hier auch in den letzten Jahren durchaus auf dem richtigen Weg gewesen. Das ist oder befindet sich auf dem richtigen Weg, das zeigen die Zahlen allemal. Die Entwicklung, nicht zuletzt eben auch die Erhöhung des Verteidigungsetats, auch wenn das noch lange nicht das ist, was man sich vielleicht unter Allianzpartnern wünschen würde. Aber der Trend, die grundsätzliche Richtung stimmt auf jeden Fall allemal. Damit bin ich auch schon bei meiner letzten These in dem Zusammenhang und ich glaube, die ist auch ganz zentral und nicht zu unterschätzen in dem Zusammenhang. Ich glaube, Voraussetzung für all das, dass Deutschland auf diesem Weg weiterführt, weiter voranschreitet, mit einem entsprechenden Pragmatismus auch an die Frage der größeren strategischen Autonomie Europas herangeht und diese mit Frankreich gemeinsam gewissermaßen auf die Schiene bringt und dass es sich im Konzert der Großmächte
eben auch bewähren kann im Zeitalter der Geoökonomie, ist, dass die Wiederherstellung des Vertrauens, die in den letzten Jahren ein Stück weit zumindest im Vorfeld oder vor Covid-19 zu beobachten war, in die Rationalität auch von demokratischen Entscheidungsprozessen wieder erlangt wird. Das heißt, auch die Frage des Kontrollverlustes, gefühlten zum Teil an unseren Rändern, an der Peripherie. Flüchtlingskrise war in dem Zusammenhang, glaube ich, natürlich der Höhepunkt eines solchen vorübergehenden Vertrauensverlusts, der ein Stück weit wiederzukehren scheint über das bisherige Krisenmanagement in der Covid-Krise. Aber unabhängig davon ist das ein Dauerbrenner. Es gelingt eben nur, so banal das klingt, dieses Vertrauen wiederzubekommen, wenn die Politik sich als handlungsfähig erweist und nicht den Eindruck erweckt, natürlich von Ereignissen getrieben zu sein. Sprich, wenn die Politik im Sinne von dem, was wir Public Diplomacy nennen, bereit ist, der Bevölkerung die Notwendigkeit ihrer Entscheidung zu erklären und dem Gefühl des schleichenden Kontrollverlusts in Fragen der äußeren wie inneren Sicherheit entschlossen entgegentritt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz entscheidend ist, dass in den weiten Teilen der Öffentlichkeit der Paradigmenwechsel der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, der sich durchaus in den letzten Jahren abgezeichnet hat, dennoch noch nicht so angekommen ist, obwohl die Bürger dieses Landes Umfragen zufolge instinktiv spüren, dass ihre und Europas Sicherheit sich dramatisch verändert haben, liegt nicht nur an den Widersprüchlichkeiten der von mir eben erwähnten strategischen Debatte im eigenen Land, sondern auch daran, dass die Politik sich unverändert scheut, die Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit vor allen Dingen die Bedrohlichkeit der Entwicklung der letzten Jahre zu kommunizieren und damit die Voraussetzung auch dafür zu schaffen, dass oder die von mir im Titel angesprochene Selbstfesselung und eben das damit verbundene Image des Trittbrettfahrers endgültig hinter sich zu lassen. Und dabei will ich es belassen und damit will ich schließen und hoffe, wir haben genügend Raum noch für eine angeregte Diskussion. Ja, vielen Dank für den Anstoß, vielseitigen Anstoß mit Blick in alle Richtungen, transatlantisch und nach Asien. Ich würde mich gerne noch erkundigen. Ich halte das, Sie haben das zweimal gesagt, das Zeitalter der Geoökonomie, das ist natürlich im Zweifelsfall gewissermaßen die Rahmung der globalisierten Wirtschaft, die ja auch auf ihre Weise entfesselt ist, ganz im Gegensatz zu der Rolle, die sie Deutschland sozusagen abempfehlen wollen, möchte ich mal sagen. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn Sie empfehlen, dass man einen normengeleiteten Pragmatismus anstrebt, strategisch, außenpolitisch, sodass man sich gewissermaßen immer in eine der beiden Richtungen entscheiden kann. Mit Blick auf China ist es zugespitzt natürlich die Frage, ob wir da in einer globalisierten Wirtschaft mit etwa der deutschen Autoindustrie dann wieder im Pragmatismus gelandet sind, wenn wir gewissermaßen zum Beispiel Menschenrechtsfragen außer Acht lassen und im Zweifelsfall auf die Normen hintanstellen oder umdrehen, dass wir sagen, wir nehmen die Normen in den Vordergrund, wenn wir andere Problemzusammenhänge beschreiben. Ich glaube, das ist natürlich ein Spannungsverhältnis und ein Spagat, mit dem nicht nur die Bundesrepublik, sondern Europa insgesamt natürlich aufgrund seines Anspruchs aus und seines Rollenmodells und Konzepts einer normengeleiteten Zivilmacht in irgendeiner Form immer wieder konfrontiert wird, dass das bisweilen Widersprüchlichkeiten hervorruft und vielleicht auch durchaus Paradoxien, da haben Sie vollkommen recht. Wir lösen diesen natürlich nicht komplett auf und vollkommen auf. Was aber, glaube ich, extrem wichtig ist in dem Zusammenhang, ist zunächst einmal, dass wir ein Stück weit runterkommen müssen von diesem Rollenverständnis, das jahrzehntelang nicht nur für die bundesdeutsche Außenpolitik, sondern auch für die europäische Außenpolitik gegolten hat. Und das ist die Idee, man nennt das im europäischen Kontext, im Fachjargon, die Idee der strukturellen Macht, dass wir sozusagen der Meinung sind, unser Modell, unser Rollenmodell und unser Werteverständnis soll sozusagen maßgeblich sein und zielführend sein, auch für unsere Nachbarn und für alle unsere Partner, ob es verbündete Allianzpartner sind oder sogenannte strategische Partner. Ich glaube, dass die Europäische Union sich von diesem Kurs, von diesem Anspruch in den letzten Jahren ohnehin schon sukzessive verabschiedet hat. Und das gilt mehr und mehr auch für die Bundesrepublik.
Das heißt, was wir tun sollen, ein Widerspruch ist es für mich dennoch nicht, solange wir selbst in unserem eigenen Handeln, das gilt vor allen Dingen natürlich nach innen für die Europäische Union, an diesen Normen und Werten festsetzen. Unser eigenen Handel, unser eigenes Handeln, ich sage das ausdrücklich, dass wir dieses eben auch zum Maßstab machen können und wollen für andere, ist zwar verständlich, aber ist in der politischen Realität natürlich, wenn Sie so wollen, geradezu unmöglich durchzusetzen. Das ist oder scheitert an den geopolitischen Rivalitäten. Zumal in dem jetzigen Zeitalter ist das völlig unbestritten. Und das ist ja das Problem, was wir sogar auch innerhalb des Westens im Moment erleben. Eine Erosion, wie sie kulminierte unter der Trump-Administration in der Verabschiedung eben von solchen Normen und Werten. Wir sollten an ihnen festhalten. Wir sollten vor allen Dingen deutlich machen, dass wir uns nach wie vor leitend sind. Aber wir können nicht erwarten, dass sie gewissermaßen für alle anderen in gleicher Form handlungsanleitend sind. Deswegen werden wir immer wieder vor diese Herausforderung gestellt sein und sollten, das ist das, was ich damit andeuten wollte, klar und deutlich wissen, wo und wie wir uns positionieren, auch gegenüber einer Macht wie China, die in der Tat wie keine andere das geoökonomische Instrument oder die Geoökonomie als eine, man muss schon fast sagen, Waffe und als ein Instrument seiner Außen- und Sicherheitspolitik bemüht. Und ich würde sagen, dass wir durchaus unsere wirtschaftliche Stärke, auch das ist mit Pragmatismus gemeint, ein Stück weit konsequenter einsetzen sollten oder in einen größeren strategischen Rahmen stellen sollten. Das wird bei uns noch viel zu wenig eindeutig getan. Wir sind auf dem Weg dahin, dass wir diese wirtschaftlichen Interessen eben auch eindeutiger definieren. Aber das ist etwas, was sozusagen ein Prozess ist, der natürlich auch verbunden ist mit einem, Stück weit natürlich einer Abschwächung auf der anderen Seite dieser Mantra der Zivilmacht, die also bemüht ist, diese Normen und Werte, die für sie selbst gelten, auch in die Welt hinauszutragen. Wir verfügen über wirtschaftliche Macht. Wir sind uns dieser aber in der langen Zeit kaum bewusst gewesen und haben sie nicht bewusst gemacht. Und ich bin der Meinung, dass es einen Trend auch hier gibt in jüngerer Zeit, der sich auch an Reden von deutschen Politikern ausmachen lässt, in denen sie auf die wirtschaftliche Stärke des Landes als Grund dafür verweisen, warum Deutschland von anderen Staaten auch für wichtig gehalten wird und warum wir dieses eben auch als Instrument einsetzen können, bis hin zum Stichwort von Sanktionen. Also insofern bin ich der Meinung, dass wir hier durchaus einen Paradigmenwechsel erleben, hin zu einem größeren Pragmatismus, diese wirtschaftliche Stärke eben auch einzusetzen und nicht kleinzureden. Auf der anderen Seite natürlich an unseren Werten festzuhalten und damit, das ist unvermeidbar, auch immer wieder natürlich in Clinch zu geraten mit anderen. Das muss Politik, das muss auch Außenpolitik aushalten. Also ich bin gerne einverstanden, dass wir gewissermaßen durch die, also da passt es gewissermaßen wieder, passt es zusammen, wenn wir sozusagen die gestärkte strategische Rolle auch politisch und insbesondere wirtschaftlich nochmal wahrnehmen, da passt es wieder zusammen mit diesem auch Werterelativismus, würde ich das mal sagen, dass man auch in gewisser Weise gewähren lässt, leben und leben lassen und sich sozusagen irgendwie Felder sucht, in denen das zusammen operieren wirtschaftlich gelingen kann und gelingen muss, auch globalisiert. Wie würden Sie denn einschätzen, wie kann es denn gelingen, Deutschland oder auch vielleicht in Bezug auf die Rolle Deutschlands in Europa aus dieser Trittbrettfahrerposition rauszukommen oder diese Fremdzuschreibung des Freeriders gewissermaßen zu verlassen? Und dann daran anschließend, würden Sie sagen, dass die beiden Administrationen kommende nächstes Jahr, beziehungsweise auch vielleicht eine, darüber kann man nur spekulieren, neue deutsche Administration da helfen kann? Welche Aufgaben stehen sozusagen im Raum dafür? Also die beiden zentralen Aufgaben, die auch angesprochen sind in dem Buch und die bleiben werden, sind natürlich die Forderung der, nicht nur der Biden-Administration, das wird bei ihr genauso im Mittelpunkt stehen wie unter der Trump-Administration. Es wird einen anderen Stil geben, es wird einen anderen Umgang miteinander geben, aber in der Sache, im Inhalt, bleibt es gleich. Deutschland und Europa muss auf dem von mir beschriebenen Weg einer größeren strategischen Autonomie, die nicht Abkopplung von den USA bedeuten soll,
weiter voranschreiten und muss sich auch in Richtung der 2% bewegen. Des BIPs, das auszugeben ist, das ist die Selbstverpflichtung der NATO-Mitgliedstaaten eben als Beitrag zum NATO-Haushalt und zur militärischen Ausstattung des Bündnisses. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel und ich glaube, das machen die meisten Politiker, auch wenn wir natürlich hier nach wie vor nicht von einem überragenden Konsens sprechen können in der Parteienlandschaft, aber die meisten, zumindest der Vertreter auch der großen Koalition, der jetzigen, sind sich darin in der Regierung durchaus einig, dass der Weg weiter beschritten werden muss. Was eine künftige deutsche Regierung dazu zu sagen haben wird, wie immer sie ausfällt, das bleibt natürlich abzuwarten und man kann nur hoffen, dass dieses Momentum im Grunde genommen nicht verloren geht. Hier werden wir weiter vorangehen müssen. Nur so entkommen wir diesem Vorwurf des Trittbrettfahrers. Daran gibt es keinen Zweifel, denn wir sind es natürlich über die vergangenen Jahrzehnte durchaus gewesen. Aber ich sage es, hier gibt es einen Mentalitätswechsel, hier gibt es einen Paradigmenwechsel und der hat sich schon abgezeichnet, bevor Trump ans Ruder kam, also schon unter der Obama-Administration. Das sollten wir deutlich unterstreichen. Der zweite Punkt ist, dass wir tatsächlich, glaube ich, gerade mit Blick auf die Wirtschaftsfragen, die Handelskonflikte mit den USA und die Positionierung zwischen China und den USA doch klar machen sollten, das, was ich eben auch angesprochen habe, wo wir stehen. Ich frage mich auch in dem Buch, warum es Deutschland häufig offensichtlich so schwerfällt und Europa auf Amerika stärker zuzugehen, wo nun mal nach wie vor die Gemeinsamkeiten ungeachtet von Trump, der Person, größer und andere sind und auch mit Blick auf, sagen wir mal, nicht nur das System, sondern auch die Normen und Werte, die uns grundsätzlich leiten und gemeinsam mit Washington von China eben mehr Gleichbehandlung, Reziprozität im Sinne der WTO zu fordern. Es ist Zeit, und das gehört für mich auch zu diesem Pragmatismus, dass China, und wir sehen, dass das in Deutschland und in Europa mittlerweile ankommt, dass China deutsche und europäische Unternehmen und übrigens USA, amerikanischen natürlich auch, die gleichen Rechte einräumt, die chinesische bei uns genießen. China hat von der Öffnung der Welt wie kein anderes Land in den letzten Jahrzehnten profitiert. Und das gilt zumal vor dem Hintergrund, dass Peking mehr und mehr auch Sonderbündnisse mittlerweile mit osteuropäischen Staaten schließt, um über das berühmte Seidenstraßenprojekt rigoros seine ökonomischen Interessen in Europas Nachbarschaft zu verfolgen. Das ist das, was ich damit meine. Wir sollten wissen, wo wir diesbezüglich stehen, was auch natürlich dann letztendlich besser passt zu einer nach wie vor doch nach Möglichkeit norm- und wertegeleiteten Außen- und Außenwirtschaftspolitik, die aber trotz allem die geoökonomischen und geopolitischen Realitäten in der Welt anerkennt. Sehen Sie denn jenseits der, oder andersrum gefragt, welche drei oder welche wichtigsten Werte und Normen sehen Sie denn im Zentrum dieser Debatte, wenn wir sagen, wir sollen das gewissermaßen an den europäischen Grenzen genauer hinschauen und eine europäische vielleicht Identität stärker ausprägen, die nicht mehr nur geprägt ist durch eine ökonomische Identität, die ja sehr früh da war, die jetzt aber wieder gewissermaßen im Zeitalter der Geoökonomie, ich will mal provokativ sagen, vielleicht zurückfällt in eine rein ökonomische Ausgestaltung dieser Position zwischen Amerika und China. Sehen Sie denn da im Vordergrund? Ich denke, das ist kein, einmal mehr, das alles ist kein Widerspruch. Ich meine, dass dieses Europa nach wie vor ein von Normen und Werten geleitetes ist. Stichworte sind bekannt, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte etc. Den Kanon kennen wir alle. Das, was wir sozusagen mit unserer liberalen Ordnung, von der wir meinen, dass die Amerikaner sie aufgekündigt haben in der jüngsten Vergangenheit unter Trump, verstehen und was wir darunter meinen, daran gibt es keinen Zweifel, dass dies nach wie vor sozusagen die Kernpfeiler einer wie immer gearteten europäischen Identität darstellen. Das schließt aber ja nicht aus, dass dieses Europa sich trotz allem besinnt, mit welchen Herausforderungen es konfrontiert ist und dass es nochmals, wie ich eben schon gesagt habe, diese Normen und Werte, wie es lange Zeit suggeriert wurde, eben nicht beliebig in die Welt hinaustragen kann, weil andere eben eine andere Vorstellung von bestimmten Dingen haben. Und dass wir natürlich deswegen trotz allem auch wehrhaft sein müssen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese
durch Bedrohung der inneren Sicherheit zunehmend ausgehöhlt wird, auch durch Bedrohungen natürlich von innen heraus, populistische Bewegungen etc. Europa steht im Moment in einer Situation, oder ist in den letzten Jahren, letzten 2, 3 Jahren, insbesondere das kulminierte unter der Trump-Administration, in eine Situation gekommen, wo, sagen wir mal, die Krisenhaftigkeit sich zugespitzt hatte in einer Form, wie wir sie zuvor noch nicht gesehen hatten, und wo die Fliehkräfte auch zunehmend größer geworden sind. Das ändert aber nichts daran, glaube ich, an dem überwältigenden und überragenden Konsens, auch wenn es Ausreißer gibt, Stichwort die aktuelle Polen-Ungarn-Debatte, wofür dieses Europa eintritt und dass man an diesen Normen und Werten eben auch festhält. Aber eine solche normengeleitete Außenpolitik, schauen Sie sich die USA an, wo Normen und Werte und Realpolitik und Pragmatismus auf der anderen Seite der Außen- und Sicherheitspolitik eigentlich von jeher zwei Seiten einer der gleichen Medaille dargestellt haben und gewesen sind. Europa kommt ein Stück weit dieser Erkenntnis, glaube ich, auch in den letzten Jahren näher. Und das hat was mit den Herausforderungen zu tun um uns herum. Ob das Russland ist, ob das das Überschwappen ist von illegalen Flüchtlingsströmen etc. Aus dem Mittelmeerraum, ob es die Unruhen sind eben in der zentralasiatischen, kaukasischen Region, wo immer sie sich wo sie hinwenden an der Peripherie der Europäischen Union, ist die Konflikthaftigkeit und die Krisenhaftigkeit und die Anfälligkeit damit für Europa mit Händen zu greifen. Und dagegen muss man sich auch und nicht nur, oder kann man sich nicht nur mit den Mitteln des, sagen wir mal, des permanenten, eines Rollenmodells, eines passiven Rollenmodells oder Konzepts der Zivilmacht erwehren, sondern dagegen muss man bisweilen eben auch mit anderen Mitteln arbeiten. Und da sind wir wieder bei den geoökonomischen Mitteln bis hin eben zu Sanktionen und vielleicht auch mit Mitteln, die uns weniger lieb sind. Ich will mal sagen, in der letzten Instanz eben auch hier und da mit militärischen Mitteln. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja von Tabubrüchen, die wir durchaus beobachten konnten in den letzten Jahren der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik in dieser Region ja auch eben oder vorhin kurz gesprochen. Ja, Professor Fröhlich, herzlichen Dank an dieser Stelle für die Vertiefungen, Ausführungen, für den Rundumblick, Ihre Position. Ich hoffe, dass wir weiter diskutieren und bedanke mich jetzt schon für alle Teilnehmenden, Teilnehmerinnen im Chat, für die Fragen und auch für Ihre Antworten und Hinweise. Bleiben Sie dran bei Taste of Science. Es geht gleich weiter. Vielen Dank für Ihr Kommen, Stefan Fröhlich, und alles Gute. Danke sehr. Vielen Dank.